Sein Lädele, ein originelles Angebot der Freiburger Stadtmission, bietet viele verschiedene Gegenstände zum Verkauf an. Direkt nach Ladenöffnung kommen die ersten Anbieter, um geliebte, aber nicht mehr benötigte Objekte zu verschenken. Mit dabei ist alles, was man im täglichen Leben gebrauchen kann. Sylvia Frechet arbeitet seit 14 Jahren im Lädle, wie es die Freiburger liebevoll nennen. Vor 4 Jahren hat sie die Leitung des gemeinnützigen Geschäfts übernommen. Wir wollen einfach so das Motto, komm und sieh. Wir sind Christen und wollen gern gefragt werden, aber wir missionieren nicht. Sondern wir wollen einfach Appetit machen, dass die Menschen sich wohlfühlen und fragen, wo kommt denn diese Atmosphäre her? Bei einer Gratis-Tasse Kaffee oder Tee kommen die Besucher ins Gespräch. Sie stöbern zwischen den Regalen oder Vitrinen und finden dabei so manchen Schatz. Und ein offenes Ohr bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seit 2 Jahrzehnten leistet das Seinlädele außerdem humanitäre Hilfe in der Ukraine. Gott kommt nie zu spät. Auch hier sozusagen beruht alles auf Spenden, auf den Einnahmen, die wir haben. Wir haben keine öffentlichen Zuschüsse. Und was sehr häufig passiert ist, dass gerade zum richtigen Zeitpunkt eine größere Spende kam oder plötzlich Wertgegenstände. Eine Frau kam mal rein und hatte eine Goldkette gebracht. Und dann frage ich sie, wie kommen Sie dazu, jetzt diese Goldkette zu spenden? Und dann sagte sie, ach wissen Sie, ich habe 2. Ich kann immer nur eine tragen, also kriegen Sie eine. Ja, die haben wir für 800 Euro verkaufen können. Und es ist natürlich ein Wertgegenstand, was wir nicht alle Tage kriegen, aber was uns natürlich wieder ein großes Stück weiterhilft. Heute werden Schulranzen in Richtung Ukraine geschickt. Einmal in der Woche etwa wird ein LKW vollgeladen. Dabei wandern Gebrauchsgegenstände genauso auf den Laster wie Lebensmittelpakete. Es gibt viele Menschen, die gar nichts zum Essen haben. Und das ist unser Ziel, dass wir den Bedürftigen, den Alleinstehenden, Alten oder behinderten Menschen helfen. Mit den Einnahmen werden zahlreiche Projekte in der Ukraine unterstützt, wie zum Beispiel das Vaterhaus in Kiew, das Waisen- und Straßenkindern und Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen hilft. Um noch mehr Einnahmen für die humanitäre Hilfe erzielen zu können, wurde mit Hilfe der ehrenamtlichen Mitarbeiter das Angebot erweitert. Zum Seinlädele gehört auch das Café Satz, das genau gegenüber liegt. Auch hier sind alle Einrichtungsgegenstände gespendet. Liebevoll und gemütlich, das ist das Motto im Café. Passend dazu duftet es nach hausgemachtem Kuchen und frisch aufgebrühtem Kaffee. Zusätzlich können die Gäste in Bücherschätzen stöbern. Im Santiqua werden nämlich Bücher aufbewahrt. Woher die kommen? Natürlich aus Spenden. Also was mich überrascht bis zum heutigen Tag, und das ist für mich auch ein Vorrecht, dass wir seit Beginn des Ladens ständig Bücher bekommen, das heißt immer mehr Bücher haben, als wir verkaufen können. Das ist für mich schon etwas ganz Besonderes. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in Café und Laden schaffen die Mitarbeiter eine familiäre Atmosphäre. Wohlfühlen steht also ganz oben auf der Prioritätenliste. Aber immer mit dem Ziel verbunden, den Menschen zu helfen.